Ja, herzlich willkommen zur Wildswoche, Ausgabe 5 2019. Die Smokers Blend Ausgabe aktuell bringt vieles. Natürlich wie immer bei uns der Genuss im Mittelpunkt, im Zentrum der Informationen. Genuss, ja, was ist Genuss? Wir haben nachgefragt bei Mike Aßmann, einem Profi. Ein Mann, der den Genuss täglich lebt und zum Genuss auch viel zu sagen hat. In unserer Kolumne dazu Mike Aßmann. Ja, darüber hinaus haben wir nachgefragt, natürlich wie immer bei verschiedenen Unternehmen, natürlich rund um den Tabak, rund um die Zigarre, rund um den Genuss schlechthin. Also schauen Sie rein und vor allen Dingen achten Sie darauf, dass wir auch den Jugendschutz sehr ernst nehmen. Das Thema Jugendschutz auch in dieser Ausgabe bei uns mit dem Deutschen Zigarettenverband und ja, einfach reinschauen. Die Ausgabe 5 Wildswoche. Die Smokers Blend Wochenschau. Was war, was ist, was kommt. 800 KW5. Wieder liegt eine ereignisreiche Woche hinter uns. Über Smokers News TV und Wildswoche erhalten Sie hier und heute einen schnellen Überblick über alle wichtigen News rund um die Tabak- und Genussprodukte, die wir im Smokers Blend Newsletter in dieser Woche unseren Lesern präsentieren konnten. Ja, wie schon angekündigt, nachgefragt. Nachgefragt bei einem Genussprofi, bei Mike Aßmann. Unser Thema, was ist Genuss und warum ist Genuss so wichtig? Der Kollege hat das hier auf den Punkt gebracht, unter der Rubrik Intro. Kopfeifen lanciert aktuell eine weitere neue Serie. Ein wunderschönes Foto, eine wunderschöne Produktlinie und für alle Pfeifenraucher, glaube ich, ein guter Tipp, um sich hier der neuen Danegal Rocky Pfeifen Serie naturverbunden und abenteuerlustig zu verbinden. Der St. Patrick's Day, ja, der zieht sich eigentlich wie so ein roter Streifen durch unseren Newsletter. Erst die Pfeifen, jetzt in dieser Woche der Pfeifentabak. Da hat uns die Firma Falcom aus Miltenberg einen Tipp geschickt und den haben wir auch gerne veröffentlicht. Und wenn Sie nächste Woche hinschauen, dann gibt es da noch einen St. Patrick's Day Whisky. Also, St. Patrick's Day, ein interessantes Thema auf Smokers Planet. Bosna-Zigarren. Perfekte Vitolas seit 1998. Eine zusätzliche Limited Edition begeistert die Aficionados. Jugendschutz, wie schon angekündigt im Vorspann, ein wichtiges Thema. Schon entdeckt, ein echter Ständer. Die Zigarrenbank, ein praktisches Accessoire für den Aficionado. Feine Meisterstücke vom Meister Nils Langhoff. Eine Anschaffung, die sich für jeden Zigarrenliebhaber lohnt. Und der Trinkbar Sierra Madre, wir haben Kultur. Und die Kultur wird auch 2019 weitergelebt. Wir sind viel unterwegs. Wir besuchen natürlich auch den Fachhandel, den Tabakwarenfachhandel und präsentieren uns auf verschiedenen Events. Arsch Whisky feiert die Tradition und präsentiert eine Sonderabfüllung. Von der Sonne dominiert Dom Pérignon Rosé Vintage 2006. Eine Homage an die Pinot Noir Traube mit dem großen Dom Pérignon. Ein bisschen Kaffee darf auch sein. Kaffee des Jahres 2019 mit sanfter Feige. Eine Liter Jahresedition, geschmacksorientiert mit den Bohnen aus Ostafrika. Neu bei Sierra Madre, ein weiterer Rum und zwar diesmal aus Mexiko. Mexikanischer Ultra Premium Rum, neu auf dem deutschen Markt mit Sierra Madre. Ja, und bei den Zigarren haben wir natürlich auch wieder einen ganz speziellen Hingucker der Woche. Und zwar Bucke. Bucke lanciert die Casa Torrent Serie 1973 mit umfassender Tabakhistorie seit 1880. Hinter der Zigarrenserie Casa Torrent steht die mexikanische Familie Torrent. Und das seit 1880. Großes Kino mal wieder mit Thomas Geisler von Kleinlage. Bismarck Cigars auf Deutschlandtour. Kurz, aber prägnant. Inhaltsreiche Besuchmomente mit dem Bismarck-Chef Jeremy im deutschen Fachhandel. Und die Cigar World in Düsseldorf präsentiert Eigenimporte. Individuell geht immer, wenn die Auswahl stimmt.
Jetzt schauen wir mal zum Whisky. Der Whisky-Tag, der Deutsche Whisky-Tag für 2019 ist auch terminiert. Am 30. Juni feiern die Whisky-Freunde Deutschlands ihren Tag. Wissen Sie eigentlich, dass 200 deutsche Whiskys auf dem Markt sind? Ja, dann springen wir einfach mal zum Brotsika-Festival 2018 in die Dominikanische Republik. Vom 17. bis 22. Februar treffen sich die Aficionados im Herzen der Karibik. Das Festival bietet unvergleichliche Erlebnisse rund um die Zigarre und sie lernen Land und Leute kennen. Die Ambiente 2018, ein Festival der Fachbesucher, aber trotzdem auf dem Messeschirm nachhaltige Produkte, Handwerk und innovative Konzepte auf der Ambiente 2019 in Frankfurt. Und dann ein Blick nach München, die Final Spirits 19 bietet vom 8. bis 10. Februar alles rund um die Spirituosen. Im Jahr 2019 im Fokus die 3 Days of Rum oder die Abenteuerlust rund um den Rum. Haben Sie schon mal eine E-Zigaretten probierbar gesehen? In Nürnberg zeigt sich die erste Zico-Filiale mit einem Shop-in-Shop-Konzept und integrierter Valora-Bar. Mal reinschauen, oder? Unter der Rubrik Drinks and More finden wir diesmal die Firma Kammerkirsch. Kammerkirch, immer wieder unterwegs, immer wieder auf der Suche nach neuen Produkten, die ins Portfolio passen. Diesmal Tomatin. Tomatin zeichnet sich durch einen sanftigen, fruchtigen Charakter aus. In unserem Media Center, Bühne frei für die Fuento Opus X Oscura. Willkommen bei Topa Nicana und Marco Fanfaro. Die Zeit, die man sich nimmt, um eine Zigarre zu genießen, die lebt Marco von Faro nach. Schauen Sie rein, hören Sie rein, was Marco von Faro, der Freund der Familie Fuente, für uns auf diesem Video zusammengestellt hat. Mitmachen und gewinnen? Ja, aktuelle Gewinnspielrunde mit der John Aylesbury Gruppe. Gewinnen Sie Ihren Pfeifentabak der John Aylesbury Tabak Edition 2019. Und noch ein Tipp, der Partner de Vefflange, diesmal Tabak Sommer Megastore in der Landsberger Straße 139 in München. Harry Sommer freut sich immer, wenn Sie ihn besuchen. Er hat ein qualifiziertes Personal, was Sie rund um die Tabake, die Zigarren und alles, was den Zigarren- und Tabakfreund interessiert, vor Ort. So, weitere Informationen dann unter rauchbar, brauchbar, besuchbar, trinkbar und lesbar. Ja, liebe Zuschauer, das war dann Wills Woche, Ausgabe 5, mit den News aus der Smokers Planet Ausgabe dieser Woche. Ja, Genuss unser Thema in dieser Woche und natürlich gibt es rund um den Genuss viele Partner, die den Genuss zelebrieren und den Genuss auch mit Smokers Planet in die Öffentlichkeit präsentieren. In der Öffentlichkeit präsentieren, das sind auch unsere Partner der Weblounge. Die Weblounge ist gehübscht, ist größer geworden, die Partner haben etwas mehr Platz, um sich zu präsentieren. Und was dahinter steht, das müssten Sie dann schon selber erkunden auf smokersplanet.de und der Weblounge. Das war's für heute. Freuen Sie sich dem Genuss, leben Sie das Leben und bis zur nächsten Woche.